Ja, mein Name ist Amir Parasta. Ich bin Jahrgang 1971 und bin in Teheran im Iran geboren und bin in München tatsächlich aufgewachsen. Ich bin hier zur Schule gegangen in München und habe mein Abi im Leon-Feuchtwanger-Gymnasium am Petrolering gemacht und wusste relativ früh, dass ich Medizin studieren will. War ein großer, großer Wunsch von mir. Habe schon immer dafür gebrannt. Und habe dann meinen Medizinstudienplatz in Regensburg bekommen, habe da angefangen, ging dann nach München und von da ging die Reise weiter nach Washington zur Johns Hopkins University und durfte da ein bisschen auch sowohl klinische Arbeit machen als auch forschen und kam dann wieder zurück nach München. Und ich habe mich völlig in die Augenheilkunde verliebt, muss ich sagen, weil ich habe immer ein Fach gesucht, was nicht weit weg von der Medizin ist. Also ich wollte auf jeden Fall kein Fachidiot werden, wie man so schön sagt, sondern den Anschluss an die Gesamtmedizin halten. Und völlig unverhofft habe ich das in der Augenheilkunde gefunden, weil man in der Augenheilkunde den Gesamtüberblick haben muss. Also man sieht im Auge alle Veränderungen im Gefäßsystem, Stoffwechselerkrankungen erkennt man oft erst im Auge, bevor man es woanders findet. Der ganze rheumatische Krankenkreis findet sich im Auge wieder. Also sowohl von der Diagnostik als auch der Therapie hat man immer die gesamte Medizin dabei. Und das ist das, was mich immer fasziniert hat. Später hatte ich dann Kontakt mit der Augenchirurgie und bin dann wieder Feuer und Flamme gewesen. Da hat mich die Technik fasziniert, wie man auf kleinstem Raum überhaupt operieren kann und wie man mit diesen kleinen, quasi mikrochirurgischen Eingriffen Leben verändern kann, jemandem das Augenlicht schenken kann, Lebensqualität verändern kann. Oft erkennen wir unsere Patienten ja vor und nach der OP gar nicht. Es hat sich ja vieles verändert für sie und die gehen ja oft auf. Und das ist ein sehr schönes Erlebnis und ein großes Geschenk, das machen zu dürfen. Ja, mir war es immer wichtig, dass ich in einem Umfeld arbeite, wo ich selbst Einfluss drauf habe und mich nicht einschränken muss, um irgendwelchen quasi Klinikdirektoren zu berichten, irgendwelche Geschäftsführern zu berichten, dass mein Handeln hauptsächlich ethisch und ärztlich bleibt. Und deswegen habe ich mich für die Niederlassung entschieden und habe das Augenzentrum München gegründet. Und mir war es sehr, sehr wichtig, dass wir ein Modell, und das habe ich tatsächlich ein bisschen von den Amerikanern gelernt, fahren, bei dem die Augenoptik und die Augenheilkunde Hand in Hand passiert. Und dass wir uns gegenseitig auf Augenhöhe zuarbeiten und jeder sein Fachwissen, sein Können, sein technisches Know-how in der Versorgung der Patienten mit einbringen. Und das in einem unabhängigen Milieu, ohne Finanzdruck, ohne Investoren, ohne Kapitalgesellschaften, die einem im Nacken sitzen, sondern quasi in einem familiären Umfeld. Und das ist das, wofür ich unendlich dankbar bin, dass ich eine große Familie um mich habe und dass wir alle einigermaßen gleich ticken. Und das, was uns alle verbindet in meinem Team und in dieser großen Familie, ist die Leidenschaft. Die Leidenschaft an diesem Fach und die Freude, Freude schenken zu dürfen. Und das ist das, was uns täglich alle treibt. Jeder auf seine Art, jeder macht es ein bisschen anders, jeder hat eine andere Persönlichkeit. Aber das verbindet alle und das ist das Schöne, warum ich morgens aufstehe. Es gibt natürlich auch meine Familie zu Hause, die mir sehr, sehr viel Kraft und Freude und Motivation bietet. Ich bin verheiratet mit einer Kollegin, die Victoria, die mich täglich begleitet, mit der ich gemeinsam sozusagen den Laden wuppe, die aus dem Team und im Team ist. Und wir haben 5 Kinder, 3 gemeinsame. Und in jeder Altersgruppe vertreten, also im Moment quasi von 23 bis 2. Und das ist das Schöne, dass es sozusagen nach der Arbeit nochmal einen Grund gibt, Freude zu haben, wenn man nach Hause geht und die großen Augen sieht.
Mir ist der Transfer von Wissen und von Medizin sehr, sehr wichtig. Und wir haben das hohe Gut, dass wir in Europa und speziell in Deutschland und noch spezieller in Bayern ein sehr, sehr hohes Niveau an Augenheilkunde und Augenchirurgie haben. Und dazu muss man einen gewissen Zoll zahlen. Man muss Wissen teilen, man muss Wissen transferieren. Und deswegen habe ich mich schon immer, eigentlich so seit 1998, in der Entwicklungshilfe engagiert. Zunächst in Afrika und in den letzten Jahren zunehmend in Zentralasien, in Tadschikistan. Da baue ich mit Kolleginnen und Kollegen eine Universitätsaugenklinik auf und statte sie aus und sorge für Wissenstransfer, sodass wir auch dort eine hohe Qualität an Versorgung haben und auch Versorgung möglich machen, die sonst nicht möglich wäre, sowohl aus technischer oder auch aus Know-how-technischer Sicht. Und das gibt mir viel, weil ich weiß, das ist sozusagen nicht nur gute Medizin für Wohlhabende mache, sondern auch gute Medizin für diejenigen mache, die es bitter nötig haben und den Zugang dazu oft nicht haben. Und ich freue mich, dass ich dabei unterstützt werde, nicht nur von meinem Team und meiner Familie, sondern auch von vielen Menschen, denen das auch wichtig ist und uns mit großzügigen Spenden für unsere Vereine, für die Tajik-Aid zum Beispiel, unterstützen und diese Arbeit überhaupt möglich machen. Mein Team und ich haben einen sehr hohen Anspruch an unsere Arbeit und deswegen ist es so, dass jeder seine Arbeit sehr gerne macht, aber trotzdem immer kritisch sieht. Kritisch im positiven Sinne, weil das, was uns wichtig ist, ist A, der ethische Hintergrund. Wir würden niemals eine OP jemandem empfehlen, von dem wir nicht überzeugt sind. Wir würden niemals eine OP durchführen, von dem wir wüssten, dass sie vielleicht nicht so gut rauskommen wird, dass die Risiken nicht abschätzbar sind. Wir reden sehr offen darüber mit unseren Patienten. Und deswegen gehören wir wahrscheinlich zu den Zentren, die am meisten OPs nicht durchführen, nicht empfehlen oder auch ablehnen. Und das ist uns sehr wichtig. Stößt nicht immer auf positive Rückmeldung, damit muss man leben. Also das ist, man kann gute OPs nicht kaufen, wenn sie nicht möglich sind, dann darf man sie auch nicht anbieten. Und oft stößt es auf Unverständnis. Aber für uns ist es wichtig, dass wenn wir abends hier das Licht ausmachen, nach Hause gehen, ein gutes Gewissen haben. Und vor allem wissen, dass unsere Patienten auch langfristig was von unseren OPs haben und auch weiterhin glücklich sind. Und das ist ein hoher Anspruch, den wir immer hochhalten, unabhängig davon, ob der OP-Wunsch oder die finanziellen Mittel es erlauben oder nicht. Zunächst ist die Frage medizinisch und ethisch zu beantworten. Ich bin der Überzeugung, dass kein Mensch unpolitisch sein kann. Und in dem Moment, wo man sich mit seinem Umfeld beschäftigt, ist man ja schon politisch. Und mit meinem Hintergrund, ich bin im Iran geboren und habe natürlich viel Unrecht erlebt und gesehen schon als Kind. Mit auch einem Grund, warum ich heute hier sein darf und wirken darf und für Arbeitsplätze sorgen darf, ist ja genau auch dieses politische Unrecht im Iran. Deswegen setze ich mich sowohl hier in der politischen Landschaft ein. Ich bin Parteimitglied in einer großen Volkspartei, engagiere mich dort, als auch engagiere ich mich für die Freiheit und demokratische Bewegung im Iran. Im Speziellen setzen wir uns hier auch mit meinem Team für die Augenverletzten, die im Rahmen der Demonstration im Iran gezielt ins Gesicht geschossen worden sind, versuchen diese Menschen zu helfen, wieder ein normales Leben zu führen, sofern es möglich ist, und rekonstruieren, was zu rekonstruieren ist, und retten, was an Sehleistung noch da ist. Das ist das, was mir wichtig ist. Das ist das, wo ich denke, dass ein Arzt sein Tun nicht einfach im OP oder beim Sprechraum lassen sollte, sondern er sollte auch darauf wirken, dass die Welt auch ein Stück weit besser wird. Und dafür möchte ich mich persönlich einsetzen.